Willkommen zum Fahrertraining hier im Lovers Walk Betriebswerk. Heute werden Sie lernen, diesen elektrischen Triebzug, die Class 313-2, in der Lackierung von Southern zu fahren. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den... Um das Hauptpult zu aktivieren, stecken Sie den Generalschlüssel. Dieser Zug verwendet eine Nockenwellenantriebssteuerung, welche den Zug mit Energie versorgt. Um die Leistung zu reduzieren, müssen Sie den Leistungsregler zunächst auf Ausstellen, bevor Sie sie auf die gewünschte Stufe erhöhen. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Zugbremse an, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Um aus Brighton herauszufahren, müssen wir das Ende des Zuges wechseln. Lassen Sie uns das jetzt tun, während die Passagiere einsteigen.
Dieser Führerstand ist nun abgeschaltet. Gehen Sie ans andere Ende des Zuges und bringen Sie es in Betrieb. Wir haben den Führerstand gewechselt. Fahren Sie nach Molskump und halten Sie ohne Hilfe am Bahnhof London Road. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen.
Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.